Creme de la Creme. War ein hartes Stück Arbeit. Aber jetzt haben wir Morello da, wo wir ihn haben wollen. Jetzt bleibt nur noch eines. Wir erledigen ihn. In seinen Teilen der Stadt sind Diebstahl, Raub, Erpressung, illegale Lotterien, Glücksspiel und Prostitution an der Tagesordnung. Aber was ist das größte Problem? Drogen? Blödsinn. Das Problem ist, dass wir dafür nicht einen Cent kriegen. Das wird sich ändern, sobald wir Morello los sind. Seine Organisation fällt in sich zusammen. Und alle die kleinen Gauner, Diebe und Kriminellen bringen sich gegenseitig um, wenn niemand für Ordnung sorgt. Heute können wir den Bastard ein für alle Mal erledigen. Paulie hat einen Plan vorgeschlagen. Ganz genau. Meine Informanten sagen, dass wir heute eine Chance haben, den Typen zu erwischen. Morello ist gut bewacht und er zeigt sich fast nie in der Öffentlichkeit. Er fährt immer in einer kugelsicheren Limousine, abgeschottet wie eine Miesmuschel. Aber heute kommt er raus. Er geht ins Theater, um sich ein wenig unter die Crème de la Crème von Lost Heaven zu mischen. Wir werden dort sein und ihm auch eine Show bieten. Ist das nicht ziemlich riskant? Es ist riskant, aber unsere einzige Möglichkeit, ihn vor aller Augen umzulegen und so unsere Macht zu zeigen. Es läuft so ab. Wartet vor dem Gebäude, bis die Show vorbei ist. Dann kommen die Leute heraus. Also gibt es jede Menge Durcheinander. Morello versucht, sich den Weg da rauszubahnen. Seine Gorillas haben keine Chance, uns zu entdecken, bevor wir ihn erwischen. Achtet darauf, dass ihr keine Aufmerksamkeit auf euch zieht. Also nicht schießen. Zieht eure Waffen erst, wenn ihr ihn seht. Ich hoffe, ich erkenne ihn überhaupt noch. Sollte dir nicht schwerfallen. Morello liebt es, weiße Anzüge zu tragen. So etwas tragen heutzutage nicht mehr viele. Jeder von euch bekommt eine Thompson oder Lupara von Vincenzo. Wartet vor dem Theater auf Central Island, bis Morello herauskommt. Dann an die Arbeit. Die Aufführung endet um 9 Uhr. Sorgt dafür, dass ihr pünktlich da seid. Es sollte kein Problem sein. Also kommt nicht ohne seinen Kopf zurück. Okay, Boss. An die Arbeit. Ja gut, jetzt ist es soweit. Wir rechnen direkt mit Morello ab und... Ahoi, Matrosen. Gut, dann sagt einfach gar nichts. Passt schon. Hauptsache es ist einfach ein Bild von Pferden. Alles klar. Wenn du dem Schwein was sagen kannst, bevor du es erledigst, sag ihm, dass ich anders bin als der alte Pepone und dass das für ihn ist. Was, Boss? Er weiß schon Bescheid. Wir haben noch ein paar offene Rechnungen von früher. Ah ja, verstehe. Den Spruch kannte ich noch gar nicht. Ich brauche ein wenig Ruhe. Ich muss nachdenken. Okay. Im Übrigen, jemand hat mir in die Kommentare geschrieben, was es mit Salieri und Morello auf sich hat und den Bossen und den Überbossen und so. Und nach allem, was ich mitbekommen habe, soll es wohl so sein, dass Salieri und Morello beide unter einem Boss gedient hatten, aber den dann umgebracht haben und das gesamte Revier unter sich aufgeteilt haben. Und so diese Rivalität zwischen den beiden entstanden ist. Gehen wir erstmal zu Vincenzo, ne? Gut, fahren mit Pauli zum Theater, aber ich glaube, wir brauchen zum einen natürlich erstmal wieder... unser Gespräch mit Ralf, ja, mit Ralf, nicht mit Lukas. Ich weiß nicht, warum ich die jedes Mal durcheinander bringe, aber gut, ich habe es schon mal gesagt, dass Ralf für mich so ein typischer Lukas ist, weil ich tatsächlich real einen Lukas kannte, der sehr ähnlich war wie Ralf hier. Und Okay, Vincenzo. Hallo, Vincenzo. Heute brauchen wir ein ganz schweres Geschütz. Wir pusten nämlich heute Morello um. Na, wie wär's denn mit 600 Schuss pro Minute aus einer guten alten Thompson? Nummer 1, Nummer 2? Für diesen Job könnten wir aber auch traditionellere Methoden anwenden und eine typisch sizilianische Waffe nehmen. Ja, herzlichen Dank. Die beiden kriegen eine Thompson und ich krieg die abgesägte, ja? Warte, warte. Denkt ihr wirklich, ich komme so nah an Morello ran? Okay, wenn ich so nah an Morello rankommen könnte, um ihm noch die Botschaft von Salieri zu sagen, dann wäre die Abgesägte natürlich perfekt, aber... Erstmal so nah rankommen an jemanden mit seinem Status, ne? Aber gut, Leute. Alles klar. Wisst ihr was? Die meisten Leute haben ja mal gefragt und gesagt, ich soll es mal zeigen, wie alle so reagieren. Was soll's? Ich würde mal sagen, wir statten Mr. Salieri mal einen Besuch ab mit der Lupara. Mr. Salieri? Mr. Angelo schickt Ihnen Grüße. Bleib ruhig, bitte leben. Ja. Nein.
Und da hat sogar überlebt. Spiel vorbei, Salieri ist tot. Ja, ist ja gut. Aber ja, sobald... War ein hartes Stück wie ich schon gesagt habe, sobald Salieri angegriffen wird. Ich weiß nicht, ob es nur bei Salieri ist oder bei anderen Leuten. Aber dann alle, die zu Salieri gehören, enragen und greifen die an. Ist natürlich eine schlechte Idee. Okay. Übrigens, ich sehe gerade, dass Sandy vor mir ist. Das schmeiß ich wieder weg, bevor wieder irgendwelche Störgeräusche kommen. So. Warum auch immer das bei mir das macht. Ah, guck mal, Vincenzo's gerade rein. Gut, dann holen wir uns nochmal unsere Lupara. Wie ich weiß, wurde auch in die Kommentare geschrieben. Vielen Dank für die kleinen Ergänzungen, von denen ich jetzt so an sich nicht weiß, was ursprünglich eine Waffe war, die Hirten verwendet haben, um Wölfe von der Herde fernzuhalten. Hallo Vincenzo! Heute brauchen wir ein ganz schweres Geschütz. Wir pusten nämlich heute Morello um. Na, wie wär's denn mit 600 Schuss pro Minute aus einer guten alten Thompson? Wunderbar. Komm, jetzt mach einfach drei draus. Komm. Für diesen Job sieht doch niemand. Könnten wir aber auch traditionellere Methoden anwenden und eine typisch sizilianische Waffe nehmen. Ich dachte, vielleicht kann ich schnell genug drücken, aber nee, passt schon. Ja, gut. Okay. Dann würde ich mal schauen, was Lukas für uns hat. Gottverdammt, was Ralf für uns hat. Ich sag's euch, irgendwann bringe ich Richard auch mit unter. Wenn die KI-Kämpfer anschaut, weiß Bescheid. Ja. Ralf. Ja, ignoriere uns einfach, passt schon. Ignoriere niemals drei in Anzügen und Hüten gekleidete Leute mit Knarren. Was brauchst du? Ach so, der redet einfach ganz allgemein mit uns. Ja gut, dann können wir uns ja aussuchen, was wir haben wollen. Ja, der ist doch perfekt für unsere Aufgabe, nicht wahr? Sam kann einfach im Kofferraum parken oder Pauli. Nein, was wäre ein schönes Auto? Der hier ist eigentlich passend, finde ich. Einfach was die Aufmachung angeht. Für unseren Job. Der Orangene, ich weiß nicht, so knallig dieses Ding. Ja gut, wir könnten natürlich als auch eine von den schönen Limousinen nehmen. Eventuell auch die haben wir auch in der Zwischensequenz gesehen, die mit der Morello immer unterwegs ist. Aber ich finde es ein bisschen komisch, mit der eigenen Limousine quasi zu jagen. Ich glaube, ziemlich angebracht wäre tatsächlich der schwarze Flitzer da hinten. Ich meine, der sieht für diesen Job eigentlich mit am angebrachtesten aus. Der Ford, der Fondor. Okay. Und im Übrigen, diese Mission hat mehrere Ausgänge, mögliche. Ich versuche euch alle zu zeigen. Also, okay, mehr. Zwei. Obwohl, wenn man es ganz genau nimmt, drei, aber sagen wir mal zwei relevante. Und ich versuche euch beide zu zeigen. Mal gucken, ob ich es hinbekomme. Creme de la Creme. Am 3. Oktober. Schön, schön. Zum Theater auf Central Island. Das ist ja echt nicht weit weg. Gut, okay, Central Island. Schon allein, weil Central Island da steht, aber ich wusste halt nicht aus dem Kopf, wo das Theater ist. Jupe ist auch okay. Hey, Morello! Ah! So vom... Erstmal, bevor das Theater vorbei ist, die ganze Zeit mit dem Auto stehen, die ganze Zeit hupen, dass ich hier auch, ihm auch das Theater schön versau. Miep, 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 miep. Wenn er dann komplett in Rage rauskommt, puste ich ihn um. Ich müsste einfach so die Rolle dieses einen Typens im Kino einnehmen, der immer entweder sein Handy rausholt oder laut schmatzt oder an sich auf irgendeine Weise irgendwelche Geräusche macht. Oder aber 2,30 Meter gefühlt groß ist und sich direkt voreinsetzt, obwohl noch ewig viele andere Plätze frei sind. Okay, das sagen wir es mal so. Was das Letzte angeht, wenn das sein im Zug gewiesener Sitz ist, dann kann er ja auch nichts dafür.
Trotzdem finde ich es immer wieder super, dass man so persönlich meistens das Glück hat, dass sich so jemand voreinsetzt. So, der größte Mensch in der gesamten Stadt, und der kommt genau an dem Tag, wo du Kino schauen willst, auch mit rein und setzt sich direkt vor dir. Und am besten auch noch in dem Kino, wo die Abstufung von der Höhe nicht gerade die allerbeste ist. Warum warte ich eigentlich an der Ampel? Eigentlich sollten wir es relativ eilig haben, wenn es darum geht. Warum geht jetzt Morell aus? Wir schauen direkt davon ums Eck soll sein, ja? Okay, wunderbar. Also einfach nur jetzt da vorne links. Na dann. Auf und davon. Mal gucken, welchen Ausgang wir zuerst sehen. Scheiße, er haut schon ab. Die verdammte Show muss schon früher aufgehört haben. Es ist die silberne Limousine. Hol sie dir. Ah ja. Verdammt. Was soll's. Und ja, es gäbe... Hab ich echt schon Platten? Ich glaube, ich habe Platten. Ja, herzlichen Dank. Das geht ja super los. Oh, shit. Ich glaube, ich weiß, welches Ende wir zuerst sehen. Aber es gibt tatsächlich auch die Möglichkeit, wenn man es, glaube ich, direkt darauf anlegt, ihn tatsächlich hier schon zu töten und aus der Limousine rauszuziehen und irgendwie zu nieten. Aber eher unwahrscheinlich und eher... So. Oh Mann, ey, das ist jetzt echt... Alter, was macht der mit dem Auto? Ja, genau. Ihr könnt mich mal... Ich habe mittlerweile Polizeiphobie in dem Spiel. Tut mir leid. Ich hab chronische Polizeiphobie. Ich habe auch einen Attest. Oh, und... Oh, der Platten ist richtig eklig. Ich muss aber auch wirklich das Glück haben, den gleich mitzunehmen, ne? Schlag, 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 schlag. Oh Gott, und Kurven mitzunehmen ist da richtig eklig. Ich darf nicht zu stark ins... nicht zu stark lenken, sonst haut's mich um. Wie schnell ich die Polizei jetzt los habe, krass. Aha, Richtung Airport will der Herr. Ja klar, wegen dir bleibe ich jetzt stehen. Das kannst du... Du hast auch Selbstbewusstsein, das reicht für die ganze Stadt. Ich bin nur ganz leicht in die Kurve. Ja, perfekt. Das ist genau das, was ich sehen will. Oh Mann. Ist das jetzt wirklich der Safe State, den wir haben für... Shit. herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Ich glaube... Ja, das kannst du vergessen. Nein. Wir machen nochmal. Der blöde... Komm, wir machen nochmal von da. Der blöde Platten, der mir gleich geschossen wurde. So viel Glück musst du erstmal haben. Wir fahren nochmal rüber und holen unser Mamorello. Was soll's. Ist ja schnell erledigt, wir sind schnell da, passt. Und... Ja... Nimmt natürlich ein kleines bisschen aus irgendeinem... Jetzt weiß ich's endlich. Warum ich immer plötzlich eine Waffe habe, wenn ich aussteige. Weil ich habe öfters mal, obwohl ich immer leere Hände habe, habe ich plötzlich immer eine Waffe und das macht immer wieder Ärger mit der Polizei. Jetzt weiß ich, woran es liegt. Ich habe außerdem eine Doppelbelegung drin. Ich habe der Button für den Tempomat ist bei mir auch Button für Waffe wechseln. für manuell Waffen wechseln. Das muss ich echt umlegen. Ich glaube, das ist ein ziemlicher Interessenskonflikt, der da entsteht. Ich glaube, da würde ich das Waffe wechseln und belegen, weil ich mache das mit Mausrad. Warum ist das überhaupt auf Bild runter? Ich glaube, das muss standmäßig sein, das habe ich nicht aktiv so belegt. Und ja, ich für meinen Teil habe halt... Ich weiß nicht, gibt einige Leute, die beschweren sich, dass man hier Mafia standardmäßig mit dem Pfeiltasten steuert. Für mich ist es perfekt, weil ich ein Pfeiltastensteuerer bin. Und belegen mir alle Quicksilvers außenrum. Ja gut, dann versuchen wir uns nochmal Morello zu holen. Ach, verdammt, einmal gehaspelt. Das ist eine Ralf-Tastatur. Okay, also. Aber wirklich, das Schlimmste ist, mein Auto ist dermaßen besoffen geschossen worden. Das ist wirklich ein kleines bisschen antippen in die Richtung. Scheiße, er haut schon ab. Die verdammte Show muss schon... Das ist die silberne Limousine. Hol sie dir. So, schön drehen. Du
Du warst nicht Morello umbringen, oder was? Junge, Mädel, ich handle in deinem Interesse. Oh, das Auto ist in Ordnung. Sehr gut. Lieber auf ein paar Schüsse am Anfang verzichten. Aber die Sache ist ja die, das heißt, er hat eine kugelsichere Limousine. Das heißt, einfach so drauf zu böllern, bringt jetzt nicht allzu viel. Aber gut, die beiden versuchen es trotzdem. Halt, bist du das? Unglaublich. Viel besser. Oh hey, der hat aber auch einen Affenzahn. Schlecken wir es weiter. Okay. Vielen Dank. Oh, super. Wisst ihr was? Ist mir egal, ich fahr weiter. Jetzt erstmal aussteigen, Strafzettelschild bezahlen. Morello wartet auch schön auf uns davon. Wäre schön, wenn er da extra warten würde. Oh, Moment. Moment, Auszeit, Morello. Okay, komm weitergehen. Oh, viel besser. Am besten ohne Schlenker gleich reinzukommen. Perfekt. So, Freundchen. Man kann. Hier geht's Richtung Airport. Man kann sich schon fast denken, wo der Busche hin will. Aber was wäre wohl, wenn ich es ihm. Ich glaube nicht, dass ich es schaffe. Ne, er biegt ab. Okay. Was ist? Was zum Teufel ist los? Warum hältst du hier an? Keine Ahnung. Der Wagen will einfach nicht. Okay. Wir haben ihn fast. Komm, Sam, wir legen los. Tom, steig aus und lauf ihn hinterher. Vielleicht kriegst du sie ja zu Fuß. Okay, also hinterher. Der gute alte Airport, ne? Den kennen wir noch. Welche Richtung war nochmal? Ja, komm, gehen wir einfach direkt. Ja, super. Und wir mit der Abgesägten und dem Colt Detective Special. Den kannst du eh vergessen. Versuchen wir es mit Abgesägten irgendwie. Oh, hi. Das sollten seine Bodyguards gewesen sein. Los, Tom, steig ein. Wir schießen sie ab. Finden. Mach schon, sie hauen ab! Nimm die Thompson! Versuch sie abzuknallen! Okay. Ich glaube, man sollte auf die Motoren zielen, wenn ich mich recht erinnere. Komm schon, Schrotthaufen! Halte durch! Ja, komm, da fehlt nicht mehr viel. Jetzt, okay. Also ich glaube, nichts nimmt Schaden, außer die Motoren, die haben nur eine Hitbox. Sam, schieß, Bastarde! Leg sie um, Sam! Verdammt, Polly! Wow! Ja! Wie hast du das Auto repariert? Frag besser Sam. Warum bist du nicht Mechaniker, Sam? Der Job ist mir zu schmutzig. Das ist einfach super, super Antwort, ne? Der Job ist mir zu schmutzig. Auch wir könnten sogar noch bei Lucas Bertone vorbeischauen, alles klar. Aber das ist die eine Möglichkeit, Morello auszuknipsen. Es gibt noch eine andere. Ich würde sagen, ich versuche mal, das irgendwie zu triggern und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, das ging schnell, gleich beim ersten Versuch. Sehr schön. Ich bin einfach nur zum Flughafen gefolgt. Eigentlich ist es besser, wenn man ihn den Weg abschneidet, aber hier und da fährt er auch einfach so gerade. Es gibt tatsächlich die Möglichkeit, und es gibt tatsächlich auch sehr viele, die das gar nicht wissen, dass es zwei alternative Möglichkeiten gibt. Also eine alternative Möglichkeit so rum. Es ist auch, besteht die Möglichkeit, dass er gar nicht zum Flughafen fährt, sondern geradeaus weiterfährt. Und die Verfolgungsjagd einfach weitergeht. Und das haben wir hier. Hey, das Auto. Natürlich umso lustiger, wenn ich es jetzt schaffen würde. Okay.
ihn doch rauszuziehen, zu killen. Aber da gibt es keine Sequenz oder sowas. Also man kann ihn einfach so erledigen. Ich glaube, dann kommt sonst nichts mehr. Aber wir können ihn natürlich geradeaus einfach weiterfolgen. Und statt zum Flughafen. Jetzt kommt er natürlich nicht zum Flughafen und kann dementsprechend auch nicht mit dem Flugzeug abhauen, dass wir ihn abschießen können. Aber wir können ihn auf gerader Straße weiterverfolgen und mal gucken, was da passieren könnte unter Umständen. Tatsächlich, das Ende, was häufiger auftritt und was die meisten Leute kennen, ist das mit dem Flugzeug. Ich kenne tatsächlich das hier, hauptsächlich. Und ich habe irgendwann erfahren, dass es das mit dem Flugzeug gibt, weil ich hatte irgendwie beim ersten paar Mal durchspielen immer das Glück, dass das hier passiert ist. Mein Gott, diese Serpentinen. Immer weiter bergauf, bergauf, bergauf. Himmel, Herrgott, Morello. Ich glaube, der Typ liebt die Bergluft einfach. Nicht so weit wegfahren, Junge. Dran denken, ich habe nicht die beste Beschleunigung. Warte bitte ein bisschen auf mich. Ich mach's ja selbst auch ein bisschen schwer durch meine Autowahl, aber... Hey, soll ja auch ein bisschen spannend bleiben und so. Und ich finde, ich nehme meistens immer das Auto, weil ich finde, das am besten zum Auftrag passt, auch so optisch und so. Ich komme, Morello. Bremst! Tritt auf die Bremse! Glaubst du, er ist tot? Also, ich denke schon, ja. Oh, verdammt. Naja, jetzt ist er auf jeden Fall tot. Los geht's. Okay, gehen wir. Ja. Sagen wir es mal so, egal ob auf die eine oder auf die andere Art und Weise, bei beiden wollte er hoch hinaus und ist tief gefallen und so. Alles klar. Lukas Bad... Kann ich mit meinen Jungs bei Batone vorbeischauen? Warum nicht? Alles klar. Dann... mal nichts wie zurück und vorher bei Batone, von mir aus. Ich dachte, dass wir so viele Batone-Missionen haben. Ich dachte, es kommt nur noch eine oder zwei. Gut. Also eine kommt mindestens. Übrigens, ich habe mich mittlerweile entschieden, ich werde wohl doch hergehen und die letzte Batone-Mission machen. Ich werde dann einfach so dazu dann einen extra Part machen und dann gibt es das richtige Finale dann im Part darauf. Ich hatte gehofft, dass ich die letzte Mission vielleicht in einem Part schaffe, aber ich teile die letzte Mission einfach in zwei Parts auf. Passt schon. Sollte dann passen. Weil viele sagen auch, dass die Batone-Mission... Die hängt dann doch ein bisschen mehr mit der Story zusammen. Also erinnere ich mich gar nicht mehr so sehr, weil ich habe die nicht so häufig gemacht. Aber es ist auch eine der besten Batone-Missionen im Spiel. Von daher, komm, die nehmen wir einfach mit und dann passt das. Dafür kann ich... Ich glaube, dann gehe ich aber auch her und mache das Finale, mache beide Folgen an einem Tag. Wie ich ja schon gesagt habe, bei Nebenmissionen machen wir da eine kleine Ausnahme. Also jetzt ist der Rückweg natürlich ein bisschen länger, weil es... Aber wenigstens fahren wir schön bergab die ganze Zeit. Und hier draußen ist, soweit ich weiß, keine Polizei unterwegs. Wegs. Ich wundere es übrigens auch gerade, dass hier gar keine Musik kam in der Zwischensequenz. Aber ich glaube, das liegt jetzt nicht an der Version. Ich glaube, da war an sich keine drin. Aber an sich, ja, es gibt übrigens, interessanterweise, sogar
Eine Deleted Scene. Ich habe da auf YouTube eine Zwischensequenz gesehen. Es gibt noch einen dritten möglichen Zwischensequenzausgang, der wurde aber entfernt aus dem Spiel, beziehungsweise wurde wahrscheinlich nicht komplett fertiggestellt und kam nicht ins Spiel mit rein. Und das ist die Möglichkeit, wie Morello gewinnt. Und zwar fährt er irgendwie zu seiner Villa. Gute Frage, welchen Weg er da einschlagen würde. Aber er schafft es, zu seiner Villa zu fahren, zu seiner privaten, die stark bewacht ist. Und Tommy, Sam und Paulie fahren hinterher, werden stark beschossen und fahren mit Volker Racho gegen Baum. Also, und sterben quasi alle. Das ist so eine Sequenz, die ich gesehen habe, die ist aus dem Spiel raus entfernt worden. Gute Frage, warum? Kann vielerlei Gründe haben. Aber ja, an sich war da wahrscheinlich sogar noch ein dritter Ausgang geplant. Guck mal, da ist der Airport. Bauen, das Auto hat Bounce gemacht. Aber abgesehen davon gibt es zu Mafia 1 kaum Deleted Scenes, also kaum Sachen, die aus dem Spiel rausgestrichen wurden. Mafia 2 hat, soweit ich weiß, viel mehr das Problem, dass es da viele Sachen gab, die gekürzt wurden. Hier, auf der anderen Seite Mafia 1 ist als Paket fast genauso, wie sich die Entwickler vorgestellt haben. Soweit ich weiß, gab es ursprünglich einige Konzepte wie ein offener Multiplayer oder sowas, der schnell gestrichen wurde, aber finde ich, tut es keinen großen Umbruch, weil die Sache von Mafia ist immer eigentlich Singleplayer und die Story gewesen. Gut, Bartone. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns bei der Bartone-Mission.